Um Streit geht es auch in unserem letzten Beitrag. Rund 500.000 Nachbarschaftsduelle werden jährlich vor deutschen Gerichten ausgetragen. Des Deutschen heile Welt wird zur Festung, abgesperrt durch Zaun, Alarmanlage, Hund. Bleibt nur ein Störfaktor, der Nachbar. Hier tobt seit fast 5 Jahren ein unerbittlicher Kleinkrieg. Zankapfel, das Wegerecht. Denn seit dem Verkauf dieses Grundstücks an Nachbar Fröbisch kommen Schönes nicht mehr in ihren Garten. Da sagt er auf einmal zu mir, ja, und ich war wahrscheinlich von dir auch Geld verlangen. Für die Benutzung hier des Stückes Weges bei mir. 50 Mark im Jahr, nicht mit Schönes. Stattdessen beschäftigen die Nachbarn abwechselnd als Kläger und Beklagte die Gerichte. Schönes erhielten 40 cm Notweg, Handicap Christa Schönes Post 48 cm breit. Außerdem auch der Notweg kostet. Die Gegenoffensive? Schönes kaufen sich einen eigenen Weg, direkt neben dem Fröbischweg. Das gleiche Spiel, jetzt mit vertauschten Rollen. Frau Schöne hat den Weg erworben, um mich von der Zufahrt zu meinem Grundstück auszuschließen. Weil sein Weg zu schmal ist, fuhr Nachbar Fröbisch bislang mit Landmaschinen über Niemandsland auf sein Grundstück. Doch das Niemandsland ist heute der schöne Weg. Und die ärgern sich. Da habe ich Holzpfähle hineingeklopft. Wir hatten vielleicht 6 da drinnen, dann kam er angefahren mit dem Trabi. Hat er die Pfähle runtergerissen. Die haben gar kein Recht, dort irgendwelche Barrieren oder Hindernisse aufzubauen. Fröbischs klagen nun ihrerseits auf Notweg. Zwischen den Gerichtsverfahren zermürbender Kleinkrieg. Die Tage kam mit dem Traktor gefahren, hatte Ehrenrunde gedreht und hat noch meinen Mann zugewinkt. Ne? Und so, also dass wir uns ärgern sollen. Jedes Mal, wenn wir hier den Weg reinfahren, kommt Herr Schöne von unten gesprungen ans Gartentor und fotografiert uns. Beide Nachbarn gehen weiter mit unerschöpflichem Ideenreichtum ans Werk, um es dem Kontrahenten heimzuzahlen. Ein Nervenkrieg der Anwälte reich macht und Gerichte blockiert. Ausgang ungewiss. Mit diesem Mann gibt's nur die Erde. Bis dato hat sich gezeigt, dass Familie Schöne nicht bereit ist, auch nur, sagen wir, irgendeinen kleinen Kompromiss einzugehen.